Wir werden hier sprechen Johannes Hötter, Marieke Prien und Nina Alexander Götz, Urs Kramer, Matthias Morawski und Christine Schulmann. Willkommen erstmal an die Speaker. Moderation wird sehr knapp sein, weil wir eben wenig Zeit haben. Wir müssen diese 5 Talks in die halbe Stunde packen und wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, dass man noch Fragen stellen kann. Das tun Sie bitte über den Chat, das können Sie auch währenddessen tun. Wir sammeln die Fragen und gucken dann am Ende, dass wir so viel wie möglich davon noch an die Speaker wieder zurückgeben können. Ja, das von mir. Und jetzt bitte ich Johannes Hötter mit seinem ersten Talk zu starten. Sehr gerne. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, Content Library. So, jetzt müsste es sofort geshared werden. So, ja, genau. Ich bin Masterstudent am Hasso-Plattner-Institut Data Engineering, also auch einem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Und ich wollte heute einen kurzen Lightning-Talk über unsere OpenHPI-Kurse zu künstlicher Intelligenz einmal kurz vorstellen und damit quasi einen Impuls geben. Und zwar ist es uns so ergangen, also dem Christian Warmuth und mir, wir sind beide die Kursleiter gewesen, dass wir, wenn wir über KI sprechen, also auch da über Data Engineering, gefragt werden, was wir eigentlich so machen. Oftmals dann, wenn wir gesagt haben, dass wir es mit dem Bereich künstliche Intelligenz machen, Sorgen irgendwie in den Gesichtern unserer Gesprächspartner erkannt haben und auch irgendwie direkt die Frage, KI, ist das nicht irgendwie gefährlich und was meinst du dazu, werden die uns mal irgendwann übertrumpfen und direkt irgendwie so negative Assoziationen damit zusammengebracht wurden, wie beispielsweise, dass KI uns im, sag ich mal, Schachspielen schlagen kann, wir bei KI aber auch jetzt humanoide Roboter soweit haben, dass, oder Prototypen davon, die, sage ich mal, menschliches Verhalten irgendwo nachahmen und letztendlich die Medien auch nicht gerade sonderlich dazu beitragen, dass wir ein besseres Bild davon bekommen, sondern eher diese Angst ja letztlich fördern und dementsprechend auch einfach ja viel, viel Frust gegenüber diesem Thema künstliche Intelligenz herrscht. Und gerade die, die sich dann doch mal was tiefer einarbeiten möchten, die kommen direkt in diesen Buzzword-Dschungel. Ja, also es gibt nicht nur den Begriff künstliche Intelligenz, es gibt Machine Learning, Big Data, Data Science, AI und so weiter. Und das hat dem Christian Warmuth und mir irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass es da keinen einfachen Zugang zu gibt für dieses doch gesellschaftlich schon wichtige Thema. Und wir wollten jetzt endlich einen relativ simplen Einstiegskurs machen und haben dafür uns an das OpenHPI-Team vom Hasso-Plattner-Institut gewendet und gefragt, ob wir als 2 Masterstudenten einfach vielleicht mal einen Einstiegskurs machen könnten. Also einen ganz simplen, nicht zu tief in die Mathematik, auch nicht zu tief in die Programmierung, sondern einfach mal relativ anschaulich zu zeigen, was steckt denn hinter diesem Buzzword-Dschungel und sind diese Bilder von humanoiden Robotern, sind die wirklich so repräsentativ? Und was wir in diesem ersten Kurs gemacht haben, ist letztendlich beispielsweise uns bestimmte Themen aus der künstlichen Intelligenz wie das Supervised Learning anzunehmen und dort anschaulich zu zeigen, auch sehr anhand von Metaphern, wie diese Vorgehensweisen und Techniken funktionieren und darüber relativ simpel beizubringen, was denn eigentlich hinter diesen ganzen Begriffen steckt, was hinter diesem Buzzword-Dschungel eigentlich, was dahinter liegt. Und haben das beispielsweise im Supervised Learning gemacht, haben verschiedene Klassifikationsalgorithmen vorgestellt, auch hier wieder versucht, das möglichst anschaulich zu machen, nicht zu tief in die Mathematik einzudringen, sondern schön High-Level und zu zeigen, was beispielsweise bei so einer Evaluierung von künstlicher Intelligenz wichtig ist. Also dass beispielsweise Aussagen über Genauigkeiten gar nicht immer so zutreffend sind, sondern auch komplexere Metriken notwendig sind, wie eine Precision und ein Recall, einfach um auch hier zu zeigen, wie so eine künstliche Intelligenz oder moderne KI-Verfahren bewertet werden können, um damit ein ganz gutes erstes Bild, sehr High-Level, zu gewinnen, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann. Das war quasi unser erster Kurs. Jetzt sind meine Slides weg. Jetzt sind sie wieder da? Okay. Ja. Prima. Sehr gut. Genau, das war quasi unser erster Kurs und der hatte tatsächlich so viel positive Resonanz gebracht, aber auch noch weitere Fragen offen gelassen, sodass wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich nochmal ran. Und das haben wir auch dieses Jahr gemacht und den Anschlusskurs Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der Praxis veröffentlicht, um hier eben noch weitere offene Fragen anzugehen. Also beispielsweise mal an nicht nur den theoretischen Anhalten, sondern auch an praktischen Beispielen zu zeigen, wie solche KI-Projekte oder auch KI-Anwendungen allgemein umgesetzt werden können. Und das halt auch eben wieder so,
dass es nicht zu tief in die Mathematik, aber auch nicht viel zu tief in die Programmierung reingeht, sondern ein gutes Bild darüber bietet, ja, wie solche Anwendungen umgesetzt werden können. Und das haben wir an verschiedenen Projekten gemacht. Einmal hier eins als Beispiel, wo wir innerhalb von diesem Kurs zeigen wollten, wie können beispielsweise Bilder von der Gebärdensprache in ein Alphabet übersetzt werden. Die beiden Kurse sind dabei, die beiden Kurse sind dabei sehr gut angekommen. Wir haben mittlerweile über 21.000 Teilnehmer und auch obwohl heute der zweite Kurs leider zu Ende gegangen ist, es war ein vierwöchiger Kurs, einfach hier der Impuls von meiner Seite, es war eine Idee von Christian, hier auch im Bild, und mir, zwei Studenten, die einfach Lust darauf hatten, etwas im Bereich KI zu machen. Und es ist, glaube ich, spannend, was man im Bereich künstliche Intelligenz auch mit einfachen Mitteln machen kann. Und ja, freue mich, wenn auch noch weitere Teilnehmer dazukommen und wenn auch noch mehr Leute mit Ideen kommen, wie man ja einfach KI zeigen kann und auch mal abseits der ganz tiefen Mathematik Themen beibringen kann. So viel von meiner Seite. Dankeschön. Wunderbar. Herzlichen Dank. Sehr spannend und unglaublich, welche Reichweite ihr da erzeugt habt. Dann bitte ich jetzt Marieke Prien und Nina Alexander Götz zum zweiten Lightning Talk. Genau, ja. Ich hoffe jetzt, man sieht meine Slides auch. Das hat jetzt hoffentlich geklappt. Die sieht man, ja. Alles sehr gut, genau. Also, ich bin Marieke Prien. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Nina Alexandra Götz, die gleich auch noch ein paar Worte sagt. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Gesundheitscampus in Osnabrück. Und wir stellen uns in diesem Projekt eben genau diese Frage in diesem Gesundheitsbereich, wie viel MINT ist möglich und wie viel nötig, damit Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten und mit KI zu tun haben, sich damit informiert beschäftigen können. Also wie viel mathematisches, technisches und so weiter Wissen braucht man da. Dieses Projekt, was wir da entwickeln, ist AI for Health, ein Lernangebot über KI in der Gesundheitsversorgung. Damit wollen wir so ein bisschen ein Grundverständnis vermitteln. Wir wollen Vertrauen fördern, aber auch kritisches Denken und ein bisschen die Zusammenarbeit erleichtern zwischen AkteurInnen im Gesundheitswesen, aber auch mit PatientInnen. Und dafür wollen wir natürlich schon erstmal ein bisschen auch technische Grundlagen klären. Es soll um Daten gehen, es geht um spezifische KI-Anwendungen, es geht aber auch um diese ELSA-Fragen, also ethische, rechtliche, soziale Aspekte. Und es gibt einen Zukunftsausblick, wie das Ganze wahrscheinlich mal aussehen wird. Und das eben jeweils für diese Zielgruppen Management, Health Professionals, Lehrende, sowohl bereits Berufstätige als auch Studierende in dem Bereich. Und um jetzt unsere MINT-Frage zu beantworten, haben wir ungefähr 14 Interviews geführt, Einzelinterviews, aber auch Gruppeninterviews mit Dozierenden und Studierenden aus dem Gesundheitsbereich, aber auch aus dem Informatik- und KI-Bereich. Und ja, haben versucht, so ein bisschen zu finden, wo ist die Balance zwischen zu viel und zu wenig MINT, und haben festgestellt, diese Balance muss wirklich dastehen zwischen auf der einen Seite einem ausreichenden Grundverständnis der Thematik, um eben informiert und kritisch diese ganze Thematik betrachten zu können. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Teilnehmenden nicht überfordern und auch ihr Interesse nicht zu sehr strapazieren. Und wir müssen eben auch im Auge behalten, dass dieses Lehr-Lern-Programm am Ende ungefähr 5 ECTS umfasst, also so 120 bis 130 Stunden. Muss man natürlich auch nicht vergessen. Ja, genau. Und was bei den Interviews rausgekommen ist und was jetzt unsere Herangehensweise ist, um diese richtige MINT-Balance zu treffen, das erzählt Nina jetzt. Genau. Hallo auch von meiner Seite nochmal. Ja, hier sehen Sie jetzt unsere Ergebnisse, was wir aus den Interviews ziehen konnten. Also oberstes Ziel ist eigentlich die Aufklärung und KI-Grundlagen zu vermitteln. Und wie Johannes Hötter eben auch schon gesagt hat, was wir herausgefunden haben, der Wunsch nach formelfreien Erklärungen war eigentlich groß, gerade im Gesundheitsbereich. Also die vertieften mathematischen Kenntnisse waren nicht Wunsch unserer Befragten. Was aber genannt wurde, ist, dass vor allen Dingen Qualitätskriterien auch thematisiert werden sollten. Das heißt, wie kann ich denn der KI die Ergebnisse bewerten hinsichtlich Transparenz und Nützlichkeit? Da spielt auch die Datenkompetenz eine Rolle. Das heißt, zu vermitteln, warum ist es denn wichtig, Daten gut aufzubereiten, das heißt dieses strukturierte versus unstrukturierte Daten, und warum brauche ich überhaupt so viele Daten, um eine KI trainieren zu können.
Ein Wunsch, der uns immer wieder geäußert worden ist, dass es ein Anwendungsbezug hergestellt werden sollte. Wir haben jetzt mehr exemplarisch die Bereiche Diagnostik und Therapie zur Entscheidungsunterstützung und Verwaltung und Management aufgeführt. Also hier geht es um Prozessunterstützung, Dokumentation, wo kann eine KI hier im Gesundheitsbereich helfen. Auf der anderen Seite sehen Sie jetzt neben diesen ziemlich MINT-nahen Bereichen gesellschaftspolitische und kommunikative Bereiche. Hierzu gehört die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um erstmal eine gemeinsame Sprache zu schaffen. Das ist halt auch die Abgrenzung zwischen, im Gesundheitswesen wird viel mit Digitalisierung, Robotik, KI, alles in einen Topf geworfen und ja, da ist noch eine große graue Wolke halt irgendwie, was das überhaupt alles heißt. Wie wir auch schon gesagt haben, der Wunsch war auch nach ELSA-Themen, dass man die weiter vertiefen könnte und Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Das heißt, wo geht die Forschung eigentlich hin und welche globale Rolle spielt KI im Gesundheitsbereich in der Zukunft? Genau, und hieraus machen wir jetzt ein Lernangebot. Das möchten wir für Dozierende, Studierende und Weiterbildungsinteressierte im Gesundheitsbereich demnächst anbieten, jetzt im Herbst. Und ja, so viel zu unserem Talk erstmal. Wunderbar, vielen Dank. Was ihr nicht erwähnt habt, dieser Kurs soll dann auch auf dem KI Campus gehostet werden. Genau. Und das ist natürlich auch für uns, da freuen wir uns sehr. Aber mehr darf ich gar nicht sagen. Ich bitte nämlich jetzt schon den Herrn Urs Kramer zu seinem Talk. Wir sind gut in der Zeit und Sie haben auch ganz souverän Ihre 5 Minuten jetzt. Vielen Dank nochmal. Ja, grüß Gott von mir auch. Guten Abend. Mein Name ist Urs Kramer. Ich bin Inhaber der Lehrprofessur für öffentliches Recht an der Universität in Passau und darf ein Projekt vorstellen, zu dem witzigerweise genau heute der Förderbescheid des BMBF gekommen ist. Ich war also ein bisschen unsicher, wie viel darf ich eigentlich schon sagen, weil ja noch nicht ganz klar war, ob es wirklich was wird. Aber heute ist der Förderbescheid gekommen. Insofern bin ich jetzt ganz entspannt und stelle das Projekt vor, das ich um Gottes Willen nicht alleine mache, sondern mit 2 Kollegen, mit meinem Kollegen Granitzer von der Fakultät für Informatik und Mathematik und Graf Lambsdorff von der Vivi-Fakultät. Ich bin, wie gesagt, Jurist, deshalb nageln Sie mich bitte jetzt nachher nicht zu sehr auf technische Details fest. Ich bringe sozusagen das Projekt jetzt mal zur Anschauung, aber bin jetzt nicht der absolute Experte, was die KI angeht. Das will ich gleich dazu sagen. So, was ist das Ziel? Wir haben das Projekt Deep Write genannt, wenn Sie vorhin auf der ersten Folie gesehen haben. Der Titel war ursprünglich länger und das Akronym war schon besetzt. Daraufhin heißt es jetzt Deep Write. Also wenn ich jetzt davon rede, das ist unser Projekt. Wir möchten die Schreib- und Argumentationskompetenzen von Studierenden fördern, um eben dann auch Absolventinnen und Absolventen später bessere Berufschancen zu bieten. Und wir machen das exemplarisch an den 2 Fächern, die ich genannt habe, nämlich Jura und Wirtschaftswissenschaften, gehen aber davon aus, dass unsere Erkenntnisse nachher und unsere Ergebnisse anschlussfähig sind und durchaus auch auf andere Fächer übertragen werden können. Das ist mit im Fokus. Wir halten unsere beiden Disziplinen, also Jura und Vivi, für geeignet. Warum das so ist, will ich gleich noch erläutern. Aber wie gesagt, ich denke, man kann es auch auf andere dann übertragen. Jura und Vivi sind beides, jedenfalls bei uns in Passau, Massenstudiengänge. In guten Zeiten haben wir 600 Erstsemester, die anfangen und dann eben durch das Studium 10 Semester oder wie lang auch immer gehen. Also das ist schon eine große Masse, die teilweise in einer Vorlesung behandelt wird, wenn ich es mal so sagen darf. Und das ist bei der Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden sicherlich ein Problem. Nach unseren Erkenntnissen ist da auch die Forschung, wie man den Einzelnen, die Einzelne da gut fördern kann, bisher nicht so richtig weit verbreitet. Und dazu wollen wir jetzt eben auch mit KI vielleicht beitragen. Der Vorteil des Vorhabens ist, dass man es sowohl in der Präsenz- als auch in der Online-Lehre einsetzen kann oder, was wir gerade in Passau auch machen, durchaus in der Hybrid-Lehre. Ausgangspunkt so ein bisschen war das ClassX-Tool meines Kollegen Graf Lambsdorff, der das schon seit vielen Jahren einsetzt. Er ist Volkswirt und deshalb auch durchaus kundig, wie man Exportschlager unters Volk bringt, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also das wird weltweit in verschiedenen Hörsälen eingesetzt, ist auch frei verfügbar. Wer will, kann sich ja oben mal den Link anklicken und gucken. Das ist ein Tool, mit dem man eben Studierende an Umfragen und an Aufgaben mitwirken lassen kann. Und es ermöglicht eine Interaktion zwischen den Studierenden untereinander, aber eben auch mit den Dozierenden. Also sie können
Lernfragen stellen und gucken, sozusagen, haben die Studierenden verstanden, was ich in der Vorlesung gemacht habe. Sie können aber auch Umfragen starten und, und. Also lässt sehr viel zu. Und das war so ein bisschen die ursprüngliche Idee, dass man den Output aus diesem ClassX vielleicht mit KI weiter verarbeiten könnte. Ich darf noch ein bisschen was zu Jura sagen. Das ist einer der Use Cases sozusagen. In Jura haben wir zwei Phänomene, die den Studierenden durchaus immer Schwierigkeiten machen. Das eine ist der sogenannte Gutachtenstil, der eine andere Herangehensweise fordert als der typische Urteilsstil. Ich will Sie jetzt nicht mit Details überfrachten, aber um es kurz anschaulich zu machen, wenn Sie heute Abend, lassen wir mal Corona außen vor, auf irgendeine Party gehen und erzählen, das, was Sie hier heute gehört haben, war jetzt voll langweilig, weil der Kramer überhaupt keine Witze gemacht hat, dann ist das Urteilsstil, war voll langweilig, weil. So würden Sie normalerweise auf der Party sprechen. Sie würden ja nicht sagen, das, was der Kramer gesagt hat, könnte langweilig gewesen sein. Langweilig ist es, wenn er keine Witze macht. Er hat keine Witze gemacht, also war es langweilig. Das ist dieser sogenannte Gutachtenstil. Sie stellen eine These auf, dann kommt eine Definition, dann kommt die sogenannte Subsumption und dann das Ergebnis. Aber so sollen unsere Studierenden in Jura lernen, zu argumentieren, rein formal. Das bereitet uns allen immer wieder Schwierigkeiten, weil wir, wie gesagt, auf die Welt kommen, eigentlich im Urteilsstil denken und reden. Das ist das eine, was man trainieren kann. Und das zweite ist rein inhaltlich, und da gilt es jetzt wieder für beide Fächer, gut zu argumentieren, inhaltlich zu überzeugen, das Argumentationsvermögen zu trainieren. Und ich habe Ihnen hier einfach nur ein kleines Beispiel gebracht. Links sehen Sie so einen typischen Juratext, wo eben argumentiert wird, und das kann man nun sozusagen in der KI zerlegen in sogenannte Graphen, Argument dafür, Argument dagegen, Ergebnis. Und wenn die KI das sozusagen verstanden hat, in Anführungszeichen, bitte die Techniker hören weg, dann kann man das natürlich auch als Trainingsprogramm einsetzen. Und das ist so ein bisschen die Idee. Technisch soll das Ganze... Eine Minute wollte ich nur ankündigen. Bitte ja, in einem Jahr. Ich bin auch sofort fertig. Wunderbar. Technisch soll das Ganze so funktionieren, dass wir eben beispielsweise Musterlösungen oder dann auch von Studierenden erstellte Lösungen in die KI einspeisen. Die KI wertet das aus, lernt selber dabei weiter und entwickelt eben immer bessere Wissensgraphen, die dann wiederum für die Lehre eingesetzt werden können. Gleichzeitig kriegen Studierende und Lehrende ein Feedback und sozusagen die Botschaft, das wurde gut gemacht, das wurde nicht gut gemacht und die Studis kriegen genauso Feedback, da müsst ihr noch mehr trainieren, das könnt ihr schon. Das ist sozusagen in aller Kürze das Projekt. Ich bin immer auf der Suche nach Input, wenn jemand dazu noch Ideen hat, weitere Vorschläge hat, sehr gerne. Ein Werkstattbericht kann ich noch nicht liefern, weil das Projekt erst im Dezember startet. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen und auch entschuldigen natürlich für diese Hetze. Ich gratuliere nochmal zum gewilligten Projektantrag. Dankeschön. Und das Projekt hat definitiv natürlich auch mehr Zeit verdient und da gibt es hoffentlich noch andere Möglichkeiten, sich da weiter auszutauschen. Wir schreiten voran. Und jetzt bitte ich deshalb den Matthias Murawski zu übernehmen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können meine Slides sehen. Wir möchten einen kurzen Lightning Talk machen zum Thema Arbeiten mit Big Data und KI. Was muss ich eigentlich können? Mit wir meine ich Markus Big und meine Wenigkeit Matthias Murawski. Wir sind beide vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von der ESCP Business School hier in Berlin. Und steigen wir direkt ein in die Thematik. Ja, wir leben alle in einer Zeit, in der wir sehr häufig mit neuen Technologien konfrontiert werden. Legen wir mal den Fokus auf zwei, vielleicht nicht mehr ganz neue Technologien, aber auf jeden Fall hochaktuelle, nämlich Big Data und KI. Ja, da kann man, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Arbeitskontext vor Augen führt, natürlich überlegen, ja, was müssen wir denn eigentlich können, um diese Technologien erfolgreich nutzen zu können? Ja, solche Fragen, das sieht man hier auf der Folie, werden sehr, sehr vielfältig diskutiert. Und wir in unserer Forschung stellen uns dabei besonders die Frage, was sind denn eigentlich die notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit solchen Technologien, beispielsweise Big Data und KI? Ja, und ein besonderer Fokus, kann man sagen, unserer Forschung ist mittlerweile die Analyse von Stellenanzeigen geworden. Stellenanzeigen kennen wir auch alle, ja, gewissermaßen Wunschzettel der Unternehmen. Was wünscht sich der Markt? Was wünschen sich die Unternehmen im Markt? Warum fokussieren wir uns gerne auf Stellenanzeigen? Naja, sie sind zum einen in sehr großer Anzahl verfügbar und meistens auch relativ problemlos zu beziehen.
Sie enthalten die wesentlichen Kompetenzen und sie lassen sich mittels Text Mining ganz gut untersuchen. Wir nutzen da beispielsweise für diejenigen, die da etwas tiefer in dem Thema drin stecken, Topic Modeling, um eben ja bestimmte Kompetenzbereiche aus Stellenanzeigen herauszuarbeiten. Kurz, ja, in Anbetracht der Zeit zu den Studienergebnissen. Ich habe mal Ergebnisse oder Kernergebnisse aus zwei Studien mitgebracht. Wie gesagt, die basieren jetzt auf der Analyse von Stellenanzeigen mit Text Mining. Auf der linken Seite eine Studie, da haben wir ja das Berufsbild Big Data untersucht und konnten da eine Art Rangliste aufstellen bezüglich der notwendigen Kompetenzen. Auf Platz 1 hier die Business-Kompetenzen, ja, da sind sehr viele weiche Kompetenzen zusammengefasst, Kommunikation, Zusammenarbeit, aber auch sowas wie Projektmanagement und Branchenkenntnisse. Auf Platz 2 Problemlösungskompetenzen und erst, kann man vielleicht sagen, auf Platz 3 Soft- und Hardware-Kompetenzen. Gerade bei den Software-Kompetenzen könnte man natürlich gerade bei Big Data auch erwarten, dass die vielleicht weiter oben stehen in dieser Rangliste. Konnten wir in dieser Studie allerdings so nicht aus den Daten sehen. Die zweite Studie ein bisschen mehr in Richtung Artificial Intelligence beziehungsweise künstliche Intelligenz. Hier haben wir zunächst ja Kategorien identifiziert und dann die dazugehörigen Kompetenzen. Das ist das, was Sie da in den Klammern in etwas kleinerer Schriftgröße neben den Kategorien sehen. Also beispielsweise die Kategorie AI Software Development als eine Kategorie aus dieser riesengroßen Menge an Stellenausschreibungen aus dem Thema künstliche Intelligenz. Ja, und da sind eben geforderte Kompetenzen, insbesondere sowas wie Engineering, Developing, Designing Software insbesondere. Dann als zweite Kategorie Data Science, da geht es sehr stark um den Bereich Data Analytics und da musste ich vorhin beim Vortrag von Herrn Hötter auch sofort dran denken, weil das zeigt natürlich sehr schön, dass diese beiden Gebiete Big Data und KI ja nicht wirklich trennbar sind, also das zeigt sich hier auch in diesen Ergebnissen. Zu guter Letzt die Kategorie AI Research, wo es natürlich dann insbesondere um Forschung, Projektmanagement und so weiter geht. Ganz kurz ein Fazit und ein Ausblick. Ja, das Arbeiten mit Stellenanzeigen ist sehr attraktiv. Man kann das sehr, sehr schön skalieren. Ja, wenn Sie einmal im Grunde die entsprechende Forschungsstruktur stehen haben, ist es fast egal, ob Sie 50 oder 5000 Stellenanzeigen untersuchen. Dennoch ist es natürlich wichtig, auch weitere Datenquellen einzubeziehen, Längsschnittstudien und natürlich auch die Untersuchung weiterer Berufe, gerade auch vor dem Hintergrund neuer Technologien, die in die Märkte kommen, sicherlich auch sehr interessante, ja, Forschungsoptionen. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch die ein oder andere, ja, Zusammenarbeit oder das ein oder andere Diskutieren zu diesen Themen zustande kommt. Das von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für diesen spannenden Impuls. Und ja, da sehe ich die klatschenden Hände, vernetzen sich, gehen Sie zu auf den Herrn Morawski. Das ist das Beste, was passieren kann, glaube ich, hier im Anschluss und natürlich auch an die anderen Speaker. Wir sind auch jetzt schon beim letzten Vortrag und zwar Christine Schulmann bitte ich zu übernehmen. Wir haben noch gut 5 Minuten. Es gibt bisher auch keine Fragen im Chat, von daher ist alles gut. Wunderbar, dann vielen Dank. Und ja, auch von mir ein herzliches Willkommen heute Abend und ich freue mich, Ihnen heute das Projekt KI Playground Hochschullehre vorstellen zu dürfen und teile dafür einmal meinen Screen. Denn wir, das Projektteam, will Ihnen heute Abend einen Einblick geben in unser Planungsboard, in unsere Projektdokumentation und wir freuen uns ganz besonders über Ihre Anregungen, Fragen und Kommentare. Wir, das sind Steven Bayer von der Humboldt-Universität in Berlin, er ist Mathematikdidaktiker, Christine Hoffmann von der HAW Hamburg, sie ist Mediendidaktikerin, Carsten Lensing, der an der TU Dortmund promoviert und Ingenieurdidaktiker ist, Silke Wrede von der Fernuni Hagen, Bildungswissenschaftlerin und ich bin Christine Schulmann, Mediendidaktikerin und komme ebenfalls von der HAW Hamburg. Unsere Vision ist es, mit diesem Projekt einen Ort zu schaffen für Hochschullehrende, um Erfahrungen und Wissen zum Einsatz von KI auszutauschen, zu experimentieren, gemeinsam zu lernen und dies alles unter der Berücksichtigung der unterschiedlichsten Fachrichtungen. Der KI Playground ist Teil des KI Expert Labs Hochschullehre am KI Campus, das den interdisziplinären Austausch zum Einsatz von KI in der Lehre fokussiert.
Und hier können Sie eben auf dem Board sehen, wie wir vorgegangen sind. Und ich beschreibe das jetzt noch ein kleines bisschen. Wir haben gestartet im Februar 2021 und mussten uns auch erst einmal im interdisziplinären Team zusammenfinden. Wir haben uns gemeinsam die Frage gestellt, wer soll was, wie und warum mit KI lernen? Und haben dann nach einer ersten Phase der Ideenfindung, haben es geschafft, Prototypen für mögliche Personae aus unseren Fachbereichen zu beschreiben. Und zwar Prototypen für Menschen, die in unserem Lehr- und Lernkontext stellvertretend sind. Und ich habe bewusst gesagt, geschafft, denn das war ein durchaus langer Prozess. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass es schon an diesem Punkt sehr unterschiedliche und Bedarfe und Bedürfnisse gibt, wie es gerade auch im Bereich des anderen Projektes im Gesundheitsbereich beschrieben worden ist. Die Zugänge sind also ganz unterschiedlich, die Wünsche der Lehrenden ganz unterschiedlich. In einem zweiten Schritt haben wir uns dann verschiedene KI-Anwendungen angeguckt, und zwar unter anderem in Bezug auf Zugang, auf Struktur, auf Usability, auf Vorwissen, um uns dann weiterführend an der Teachable Machine von Google zu orientieren. Die genauen Kriterien, die wir herangezogen haben, haben wir auf dem Board dokumentiert und die sind für Sie alle nachvollziehbar. Zur Strukturierung des zu entwickelnden Lernangebotes haben wir uns jetzt verständigt, das 3T3EDA-Modell aus der gegenstandsbezogenen Professionalisierung. Frau Schulmann, ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, wir sehen den Bildschirm nicht. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Nee, eigentlich ist das nicht geplant. Nee. Das hat jetzt gerade die Silke Wrede angemerkt und vielleicht ist das noch. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Ja. Das ist komisch, weil das mir hier angezeigt wird. Moment, ich gucke noch mal eben. Schau noch mal eben hier. Nee, eigentlich. Eigentlich müsste es laufen. Okay. Nochmal, ja, ich nutze die Lücke nur kurz darauf hinzuweisen, nochmal auf die Kommentare. Wenn da noch Fragen sind, jetzt reinschreiben, dann schließen wir da gleich an. Aber du bist wieder dran. Hat sich was verändert oder so? Ja, ist das jetzt? Man sieht jetzt genau das Miro-Board. Richtig. Okay, ich habe es nur noch mal aktualisiert. Wunderbar. Alles klar. Alles gut. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, hier unten bei der didaktischen Fundierung und Verortung. Ich schiebe das noch mal ein bisschen hoch. Das 3T3EDA-Modell und das DUID-Modell, das sind also momentan die Modelle, auf die wir uns geeinigt haben, die wir jetzt erst einmal heranziehen wollen. Als inhaltliche Schnittstelle zwischen diesen Prototypen, den Personae, haben wir das wissenschaftliche Arbeiten momentan identifiziert, denn es ist in all unseren Lehr- und Lernkontexten relevantes Thema. Momentan sind wir dabei, all diese Überlegungen und Schritte in die Konzeption eines ersten Mockups zu stecken, der den lernenden Lehrenden unterschiedliche Zugänge je nach Erfahrungsstufen anbieten soll und vor allen Dingen auch Wissen über KI auf unterschiedlichen Niveaustufen und mit fachspezifischem Bezug vermitteln soll. Die Fragen, mit denen wir uns momentan beschäftigen, können Sie auch auf dem Board nachlesen. Und wir sind momentan dabei, die Gestaltung der Lernangelegenheit, also des Playgrounds, die Strukturierung des Gegenstands und die Lernprozesse unserer Lehrenden abzubilden in diesem Mockup. Wir hoffen, dass uns das in Bälde gelingt und wir freuen uns natürlich total über Ihre Rückmeldungen und Ihre Kommentare hier auf dem Board. Und ich hoffe, einer der Kollegen aus der Gruppe hat vielleicht den Link schon in den Chat gestellt. Ansonsten mache ich das jetzt und bedanke mich erstmal. Das war's von meiner Seite. Sehr schön. Dann herzlichen Dank auch von mir. Der Link ist da, der kam auch eben schon mal von der Silke Wrede. Also Dankeschön. Das gerne aufgreifen. Und jetzt sind wir am Ende. Wir haben das ja toll hinbekommen. Es ist nahezu 18 Uhr. Wir haben noch diese 5 Minuten Puffer. Das heißt, wenn jetzt doch noch eine Frage kommt, dann gebe ich die gerne wieder zurück an die Speaker. Gerne über den Chat. Oder gibt es aus der Runde der Speaker hier noch eine Rückfrage oder eine Anregung? Dann würden wir die auch noch aufgreifen. Das sieht nicht so aus. Nein. Dann
bedanke ich mich nochmal bei allen, wünsche einen schönen Abend, gut schlafen, um diesen ganzen Input gut zu verarbeiten im Tiefen des Hirnes. Und dann wünsche ich, dass wir uns morgen vielleicht wiedersehen bei den weiteren Programmen. Da kommt ja noch ganz viel spannende Workshops. Und mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank für die Moderation. Ciao. Sehr gerne.